Kuckuck, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack zockt Tomb Raider. Zwei. Und ich würde jetzt, habe jetzt einen super tollen Vorschlag. Wir machen jetzt mal beim Bohrturm weiter. Gucken wir mal. Wir sind ja das letzte Mal mit der Lara hier angekommen. Hier im Bohrturm, das ist jetzt die Kiste, die ich ziehen kann. Oh, das ist auch eine Kiste, nee, das kenne ich nicht. Welches war die Kiste, die ich ziehen kann? Hier, das Ding oder das Ding hier? Das Ding sowieso gerade neben mir, aber stimmt. Habe ich wieder vertan hier. So. Hüpf mal hoch hier, komm. So, und zum einen stand hier, wir haben gerade so hell, hier, deine Schenkel leuchten gerade so schön. So, hier, bitteschön. Gibt's ein kleines akrobatisches Kunststück hier mit der Lara? Jawohl. Jo, hervorragend. Super gemacht, Mädel. Jo. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier raus. Wir haben natürlich keine Waffen hier. Wir wurden ja, also die Lara wurde im Flugzeug niedergeschlagen. Wie kann jemand der hübschen Lara sowas antun? Und zurück. Und da lebt Salah. Och ja. Jo. Na nun? Noch eine Kiste. Ja. Ich habe gar keine so richtige Ahnung mehr, wo ich die hinschieben musste. Ah, es kommt noch, das kriegen wir alles hin. Wir sind so weit gekommen, schaffen wir es auch noch. Hm? So, hier ist erstmal nix. Was ist hier? Noch eine Kiste. Nein! Zieh mal die Kiste raus hier. Ja, lass uns Kisten ziehen. So. Da sind genug Licht, dass ich hinten was sehe. Ach so, da hinten ist sie gegangen. So, jetzt frage ich mich allerdings, die Kisten, warum ich die hier rumschieben könnte. So, ich wollte gerade mal gucken. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier wieder drei Geheimnisse zu finden haben. Das wollte ich gerade noch vor der Aufnahme machen, aber ich war zu langsam. Ja, komplett. Nee, das brauche ich nicht mehr. Mensch, das brauche ich auch nicht mehr. Angreifer, nein. Das ist ein ganz anderes Spiel hier. Opernhaus. Ich will aber mal gucken, wie viele Geheimnisse mich hier beim Bohrturm erwarten. Bohrinsel. Es kommt dann noch ein Level und der Levelanfang, der ist richtig ekelhaft. Und ich glaube, da muss ich hier an meiner Helligkeit rumspielen. Vom Rechner selbst. Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt. Warte mal. Ja, warte. Secrets 3. So. Wir haben wieder drei Secrets zu finden. Drei Geheimnisse. Ja. Es ist aber ein großes Geheimnis hier, warum ich hier die Kisten schieben kann und wohin ich die schieben kann. Hat das irgendeine tiefere Bedeutung? Hier kommen wir auf keinen Fall raus. Wir müssen hinten durch den Gang raus. Das ist schon mal klar. Klar. Ja. Das ist. Ja, hier. Wand. Hoppala. 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 So. Ich finde diese akrobatischen Einlagen extrem geil hier. Extra, echt, wirklich. So. Kommen wir hier irgendwo? Warum soll ich die Kisten hier rumschieben können, hä? Erklär mal das mal, Lara. Bloß um des Schiebens willen? Den Sinn habe ich noch nicht so ganz erfasst. Kann ich das Ding hier so ziehen und schieben? Nee. Warte mal. Gab's hier oben noch was? Ach so, hier ist das ist ein Schalter. Ging das Ding auf Zeit? Bild mir gerade ein, das Ding ging auf Zeit. Aber normalerweise. Jawohl. Deswegen muss ich die Kisten hier wegschieben, damit ich Platz zum Rennen habe. Gut, okay. Wollte gerade noch sagen, hier. Schalter. Wo das auf Zeit geht. Sehen anders als dass es denn diese Drücker sind.
So, wir müssen diese Kiste da verschwinden lassen. Die da. So, wie machen wir das? Ganz einfach. Wir ziehen erstmal das Ding hier zurück. Wie puzzeln ist das? Wie Tetris. Kennt doch jemand Tetris? Da lernt man wunderbar hier Sachen zu stapeln. Jo, schieb. Piep, piep. In Öfen rein. Ja, hoppsala, hier lang. Oh. Warum laufen, wenn man springen kann? Ding, 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 ding. Frage ist dann, ob ich es auch schnell genug schaffe zu laufen hier. Aber ihr habt da schon so meine Pläne, warte mal. Nein, nicht anlaufen. Kann ich hier runterflüchten? Ich habe nichts zu schießen, ich kann mich nicht wehren. Ihr habt's ja wohl nicht mal, ey. Jetzt ist das wieder so finster hier. Jetzt rennen die da oben natürlich rum. Das war klar. Wenn ich meine Ausrüstung hier finden würde. Oh, von da, dort halten wir, davon halten wir uns erstmal fern. Wir speichern das aber auf jeden Fall erstmal an der Stelle, aber auf dem extra Platz hier. Auf dem extra Wurst. Gab's hier unten irgendeinen Gang? Oder wo musste ich hier hin? Jetzt, da ich ja ausgebrochen bin. Ja, die Typen rennen hier rum, ich weiß. Aber zum Glück schießen die nicht auf mich. Das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Ich werde aber dort rausgehen müssen, oder? Lass mal hier eine andere Kante suchen. Kannst du hier rausspringen? Also warum man das bringen soll. Also ich glaube, ich bilde mir gerade ein, dass ich die einzige Möglichkeit jetzt habe nur, oder den Typen davon zu rennen, ja. Hier ist eine Wand. Hier unten ist hier unten irgendwas. Ja, wenn ich jetzt eine Fackel hätte, wäre das natürlich wieder einfacher. Ich glaube, ich muss mir das wirklich für das Spiel hier mal hochstellen, hier bitte. Nee, 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 nee. Was ist denn da hinten? Ist das dort offen? Komme ich da rein oder ist das. Warte mal. Ach, dieses Geblinke macht den wahnsinnig. Ja. Trotter, ja. Das Problem ist, da oben ist dieser Propeller. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich jetzt hier davor schwimme, da sind neue Geheimnisse. Ich muss das Ding abstellen, um das Geheimnis zu finden. Zu kriegen. Ja, weiß ich schon mal, wo ein Geheimnis zu finden ist. Jetzt muss ich aber erstmal hier vor diesen hier brutalen Schläfern da ja wegkommen. Ja, ich werde erstmal gucken, wie gesagt, ob ich hier unten ein Geheimnis zu finden vermag. Aber das zu finden und zu kriegen sind zwei verschiedene Sachen. Ich hätte ja ein Wohllevel davor auch schon. Ja. Jetzt muss ich hier irgendwie vor diesen Typen hier abbauen. Der schießt ja!
Es ist wieder so ekelhaft finster hier. Scheiße, ey. Ja, das ist schön, dass ihr auf mich schießen könnt, ich aber nicht auf euch. Ja, scheiße. Da kommt doch noch hier hoch. Nee, 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 das kann ich vergessen, ja. Keine Chance. Laden. Also das ist vielleicht, wenn es bloß der Schläger wäre, aber jetzt muss ja auch ein Typ hier mit, das macht den ganzen Scheiß nicht unbedingt einfacher, vor allem, weil ich hier wieder nichts sehe. Ich will jetzt mal was probieren. Ihr habt gleich einen schwarzen Bildschirm. So. Ich glaube, ich konnte hier runtergehen, oder mal. Ding, 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 ding. So. Wir müssen ja kurz das einstellen. War aber das Ding, das hatte ich gerade offen hier, wo war das? Helligkeit, hier haben wir die Helligkeit. Mal abbrechen. Wir haben das jetzt auf 30. Ich mach das mal hier auf. Das mal so. Kontrast. Ich mach das mal so hier. Ich hoffe, es geht besser. Das muss ich dann bloß wieder zurückstellen. Da ist das Bild wieder. Oh ja. Ist auf jeden Fall angenehmer. Hier im Spiel zumindest. Weil auf dem Desktop, wenn das dann so weiß blendet, das ist wirklich, das ist nicht unbedingt das Beste für die Augen. So. Oh, du löst mich das Geheimnis an, aber ich kann es nicht holen. So. Ich werde jetzt auch in näherer Umgebung mal hier speichern. Ich bilde mir ein, irgendwas war auch mit dem Flugzeug. Dass ich hier über das Flugzeug drüber kriechen muss oder irgend sowas. Irgendwas war damit. Ich speichere jetzt aber hier das nochmal ab. Speichern. Er ist aber auch sofort da. Lauf, 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 lauf. Ja, 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 ja. Natürlich juckt das ein Scheiß oder nie. Verdammt. Lauf doch mal! Ja, was ist denn hier oben? Ich muss doch irgendwie wegkommen. Das ist Schalter oder was ist hier? Was ist denn hier? Was ist das? Was ist hier für eine Schlüsselkarte? Warte mal. Nee, nicht. Ich wollte ein Medibäckchen nehmen. Ich muss erstmal sehen, was hier Sache ist. Ich wollte einen Schalter. Lassen Sie mich hier unten in Ruhe.
So. Ach, hier ist, glaube ich, mein Zeug drin. Mach mal zu. Ja, und jetzt? War das alles? Kannst du hier hochklettern? Nein, kannst du nicht. Kannst du hier hochklettern? Auch nicht. Was hat das jetzt für einen Sinn, dass ich der Propeller mit dem Geheimnis dessen an? Das ist, gehört ja nicht zum Flugzeug. Ja, aber ich kann von hier aus. So, ich. Ja, der schießt schon wieder auf mich. Ich muss hier wirklich durchrennen oben, durchraschen. Ich muss oben durch die Scheibe hier raus. Ich muss hier drauf. Und da aus hier rüber springen. Während die auf mich schießen. Während die auf mich schießen. Ich lade das aber trotzdem nochmal neu. Das war hier zu viel Verlust. Ja, dass der auf mich schießen darf, das ist zum Kotzen, ehrlich. Lauf. Wo gibt es denn noch eine Ecke, wo ich hin kann? Schieß mir noch mal die Scheibe kaputt hier. Ja, da geht die Luke auf. Ja, super. Ja, machen wir jetzt speichern. Wieder eins weiter unten. Die Frage ist, was will ich auf dem Flugzeug? Ja, jetzt schwimm doch mal hier weiter. Oh, hier hoch. Ja, hoch. Ja, das wird natürlich ein riesen Spaß, wenn die hier auf mich schießen. Ja, der schießt da schon wieder auf mich. Verdammter Mist. Wie soll ich das machen, Leute? Das wird witzig. Kommt der mich an mich ran mit seinem Geballer? Von wo aus muss ich jetzt auf den Flügel dort? Von hier aus? Das wird doch nichts. Wie gesagt, erst recht, wenn der hier die auf mich ballern. Ich mache hier nochmal einen extra Platz. Ne, ich mache das hier gleich drauf. Das schaffe ich dann niemals. Ja.
Aber, ist auf einmal auf. Jo. Guck mal, was wir hier haben. Aha. Was zum Schießen. Jetzt speichern wir hier aber. Das halten wir jetzt erstmal fest hier. Oh, hoch da. Hoch da, da, hoch da, da. Jo. Ach komm, Herrgott, Pratze. Was denn jetzt, ey? Jetzt sind wir feige, oder was? Kommen wir da drüber, dann... Ja, von da drüben aus. Muss ich... Ihr seid ja auch blöde, ihr gebt der Lara in der Gefängniszelle den Schalter für die Tür. Wahrscheinlich, damit ihr Depp, falls ihr Depp euch mal selber einsperrt. Kann ich mir gut vorstellen, dass ihr so krank seid. Aber jetzt, wie lange warte? Ein Medipack werde ich der Lara dann hier gönnen. Versuch mal jetzt hier rüber zu springen. So, das war einer, das war der hässliche Schlägertyp. Und wo ist der andere? Jo? Nee. Ja. Komm her, ja. Na komm, Bursti. Lara wartet auf dich. Was sind denn der? Oder habe ich den schon? Speichern, dann hochklettern und nachgucken. Ach, die liegen hier beide schon. Guck mal, eine Schlüsselkarte. Nerviges Geräusch. Oh. Wir gehen aber jetzt erstmal hier drüben gucken. Weil irgendwie muss hier ein Propeller unten aus. Irgendwie muss ich den Propeller dort unten rauskriegen. Damit ich an das Geheimnis komme. War das hier? Weiß keiner. So, da hätten wir die größte Hürde hiermit erstmal überstanden. Oder komme ich von hier aus an das Geheimnis ran? Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Wo komme ich hier hin? Nimm, bevor du hier erstickst. Mit schwimm doch mal da dran. Scheiße, das schaffe ich nicht. Natürlich, wenn es erstmal eine Stunde festhängt. Das muss ich nochmal machen hier. Nee. Das muss ich nochmal machen. So, runter hier. So,
Dann ziehen wir erstmal hier unten den Hebelchen, das Hebelchen. Das Hebelche! Ja, und dann dort zum Geheimnis. So, was der Hebel jetzt allerdings gemacht hat hier, ich habe keine Ahnung. Oh, schwimm, Lara. Schwimm, wie du noch nie geschwommen bist. Du musst das Geheimnis haben. Nein! Jetzt hängt die fest hier! Manu! Alter! Dann noch mal kurz hoch hier. Da ist ein Geräusch von einem riesengroßen Propeller. Was machen wir natürlich? Hochintelligenterweise. Wir schwimmen genau dorthin. Hier unten war das Ding. Da oben. Nimm's mit. Alles raus hier. Das schaffen wir. Das geht. Das geht. Ja. Super. Hätten wir hier. Hier können wir es tatsächlich nachgucken. Das weiß ich inzwischen. Haben wir das erste. Von drei Geheimnissen. Super. Oh, die sind richtig fies platziert hier im Gegensatz zum ersten Teil. Komme ich da oben überhaupt ran? Glaube nicht. Ups. Nö. Was ist hier unten? Der Hebel, was macht der Hebel hier? Ich will jetzt mal gucken, ob der Hebel, dass es wieder so eine Zeitgeschichte ist hier. Dass wir den Hebel ziehen müssen und schnellstmöglich irgendwo hinschwimmen müssen. Würde mich auch nicht wundern. Oh, es ist. Jawohl, raus hier. Mann. Ich will. So, runter. Hebel ziehen. Und dann gucke ich mal, wo es hier weitergeht. Wie irgendwas aufgegangen ist. Das Ding ist erstmal zu. Ja, die Klappe unter uns, die ist auch zu. Ja. Keine Ahnung. Irgendeinen Sinn wird's schon haben. Aber ich weiß nicht welchen. Was war doch noch so ein Ding? Noch eine Klappe hier, wenn ich vom Geheimnis weggeschwommen bin. Da war doch noch was. Ja, nun häng die doch nicht an jeder Ecke hier fest. Mädel. Oh. Hä? Hey. Also irgendwas ist gerade hier, irgendwas. Lass uns mal den Hebel sein. Und gehen mal oben mit der Schlüsselkarte weiter. Würde ich sagen. Aber ich glaube, wenn ich so auf die Uhrzeit gucke, wird das in der Folge nichts mehr. Wir können aber schon mal hier zurückgehen. Ja. Damit würde ich sagen.
Abspeichern. Oh. Da würde ich mich für heute erstmal verabscheuen. Zurück zum Hauptmenü. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und oh, danke und auf Wiedersehen.